Willkommen zu einem weiteren Webinar der Reihe Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-EQ. Heute mit dem Thema Tipps und Tricks Steigerung der Produktivität in AutoCAD 2017. Wir sind heute zu dritt, das ist Premiere. Martin Langolf ist zum ersten Mal bei uns. Herzlich willkommen, Martin. Und bist du nervös? Ein wenig. Super, und der Cast ist natürlich jedes Mal auch neben mir hier. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Sachen gleich noch sagen. Und zwar, na, also während der Präsentation haben Sie die Möglichkeit, im Fragen- und Chatfenster eben Fragen zu stellen. Und die werden dann im, na, irgendjemand höre ich gerade im Hintergrund, wer ist das? Diese werden dann von mir und der Person, die jetzt gerade nicht dabei ist, nicht präsentiert, im Hintergrund beantwortet. Ich höre jetzt gerade im Hintergrund irgendein sehr blödes Geräusch. Scheint jetzt erstmal weg zu sein. Dann im Anschluss der Präsentation gibt es noch eine Frage-und-Antwort-Einheit. Und die Präsentation wird aufgezeichnet. Die Präsentation ist dann als PowerPoint verfügbar und Sie, nach dem Abschluss der Webinar erhalten Sie eine E-Mail mit den ganzen Links dazu und da können Sie sich dann alles herunterladen. Bevor wir beginnen, möchte ich jetzt noch auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Das sind zum einen, dass wir eben eine deutsche Forumseite auch speziell für AutoCAD haben. Sie sehen da dieses grüne Kästchen dort und dieses grüne Kästchen bedeutet, da kommen Sie auf die AutoCAD LT Forumseite und außerdem auch auf die Feedback-Seite. Mal ganz kurz hier mal was mal machen. So. Das nächste Webinar wird am 23. März stattfinden. Das Thema wird noch bekannt gegeben. Wissen wir selber noch nicht genau. Wird aber rechtzeitig bekannt gegeben, indem Sie einfach auf die AutoCAD-Webseite gehen und dann einfach mal schauen, was steht denn da jetzt drin. Auf YouTube und auf Box haben wir dann eben verschiedene Sachen gespeichert. Eben die ganzen Aufzeichnungen werden dann hochgeladen auf die YouTube-Seite. Wenn Sie auf diesen Link gehen, wie gesagt, die PPT erhalten Sie später, kommen Sie auf die YouTube-Seite mit den verschiedenen Webinar Playlists links und können Sie sich dann nacheinander einfach mal später dann aller Ruhe nochmal ansehen. Ja, Boxfolder erhalten Sie per E-Mail außerdem nochmal und dann können Sie sich alles runterladen, wenn irgendwelche Skripts dabei waren, sind hier dabei ebenfalls irgendwelche Beispielzeichnungen und natürlich die PowerPoints, die Sie jetzt hier sehen. Ich möchte dann noch aufmerksam machen auf das Beta-Programm und das gibt es für AutoCAD und das gibt es für AutoCAD LT. Wenn Sie hier diese E-Mail verwenden und dort einfach mal hinschreiben und mal nachfragen und dann können Sie sich beteiligen und Sie haben dann die Möglichkeiten, die nächste Version dann direkt im Beta-Programm zu beeinflussen. Sie können da die Beta-Version installieren, ausprobieren. Sie können dann irgendwelche Anmerkungen machen, sagen, ah, das finde ich toll. Sie können auch sagen, das finde ich total blöd. Und das funktioniert nicht und Sie haben dann direkten Kontakt mit den Entwicklern, haben also direkte Entscheidungsmöglichkeiten, einen Einfluss auf das neueste Release. Für 2018 ist das jetzt schon abgeschlossen, aber Sie können sich ja natürlich für das Beta-Programm 2019 bewerben. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Punkt und zwar findet das in 2 Wochen statt, am 8. März, der Autodesk Answer Day. Und zwar für die Produkte, diesmal AutoCAD, Civil 3D und InfraWorks und Revit. Da werden dann einen ganzen Tag lang Support-Spezialisten nichts anderes machen, als online zu sein in der Autodesk Community im Forum und zwar auf Deutsch und auf Englisch und dann die Fragen dann direkt zu beantworten. Sie erhalten dann also direkt von technischen Support-Spezialisten von Autodesk sehr schnell dort an diesem Tag Antworten im deutschen Forum. Ja, das ist außerdem natürlich frei. Es kostet Sie nichts und Sie kriegen viele Antworten. So will ich jedenfalls mal hoffen. So, jetzt habe ich noch im Anschluss noch ein paar Fragen an Sie.
Ah, nee, ich habe da noch eine Slide, die möchte ich ganz kurz erwähnen. Das ist unsere AKN-Seite, knowledge.autodesk.com. Und hier haben Sie verschiedene Links. Der Download-Button ist sehr wichtig. Da finden Sie irgendwelche Hotfixes, Certex, aber auch Objektenabler, irgendwelche Sprachpakete. Die Fehlerbehebung, da haben Sie dann Zugriff auf die ganzen Artikel, die wir hier im Support schreiben, für spezielle Probleme. Spezielle Lösungen werden da beschrieben. Also es ist inzwischen eine sehr, sehr große Zahl von Leuten, die sich da beteiligen und Artikel, die da geschrieben worden sind. Wir haben da jetzt schon über 10.000 Artikel rumliegen, auf die Sie alle Zugriff haben. Also deutlich mehr als jetzt irgendeine Hilfedatei. Und ja, weitere Punkte wäre zum Beispiel, dass Sie von hier aus Zugriff auf die Community haben, ihre Benutzerkonten verwalten können und noch viele, viele Sachen mehr. So, jetzt kommen wir allerdings noch zu ein paar Abfragen. So, upsala, was war das? Jetzt ist es ganz weggegangen. Und ich habe noch zwei Fragen an Sie. Die erste Frage lautet, ist es Ihr erstes Webinar? Warten wir noch kurz ab. 82% haben es jetzt abgestimmt, 91%. Ja. Okay. Also, ich sehe, dass Sie alle schon erfahrene Hasen sind. Willkommen zurück. Dann waren wir in der Vergangenheit nicht ganz so schlecht. Und freut uns, Sie wieder hier zu sehen. So, und doch die zweite Frage. Welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie? AutoCAD, LT, Architecture MP, Electrical, Plant, Civil, Map oder irgendwas ganz was anderes? Okay, wir sind fertig. Alle haben abgestimmt. Und naja, ich würde sagen, es teilt sich auf. Ich habe keinen Ton. So habe ich keinen Ton. Ja, okay. Deswegen übernehme ich an dieser Stelle schon. Erstmal an der Stelle gleich nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Die Ergebnisse sind präsentiert und wir sehen, dass wir AutoCAD-Anwender zu 50%, knapp über 50% haben, AutoCAD LT 36% und der Rest, Moment, hier gibt es anscheinend mehrfach Abstimmungen, teilt sich dann auf Architecture, MEP und Mechanical, Plant 3D sowie Civil und Map 3D. Bernd, machst du die, stellst du das noch aus mit diesen Umfragen? Dann kommen wir zur nächsten Slide. Genau. Sieht man meinen Bildschirm? Ja. Gut. Unser Thema heute, Tipps und Tricks, wieder mal, sozusagen Folge 4 in unserer Serie. Wir haben heute im Grunde genommen vier Themenbereiche, die man so zusammenfassen kann. Das erste Thema im Bereich ist die Benutzeroberfläche, COX-Einstellungen und Anpassungen der Multifunktionsleiste. Unser zweites Thema sind die dynamischen Blöcke, hilfreiche Hinweise, und ich werde nochmal einen dynamischen Block kreieren, der sehr schnell und relativ einfach zu machen ist und mit dem man schon tolle Effekte machen kann. Das dritte Thema ist, unsere Zeichnungen sauber zu halten, also bereinigen, prüfen und so weiter. Und am Schluss möchte ich nochmal auf unsere Möglichkeit hinweisen, wie man Satellitenbilder verwendet und was man da drauf insbesondere oder dabei insbesondere beachten sollte und wie das geht. Und noch dazu einige Sachen sagen, wenn man im Vergleich Civil und Map 3D, ja.
Man sieht immer noch die Umfragen. Okay, dann bin ich wahrscheinlich kein Präsentator. Okay. Hola. Gut, dann hoffe ich, dass man jetzt meinen Bildschirm sieht. Sie haben nicht viel verpasst. Ich habe nur diese eine Slide gezeigt. Und an der Stelle sehen wir einmal, wie es geht. Wir tauchen ein in die Einstellungen und die Benutzeranpassungen. Und ich würde hierfür gerne an meinen Kollegen Martin übergeben, der dieses Thema mit Ihnen präsentiert. Danke, Carsten. Gut, man hört dich gut. So, ich hoffe, mein Bildschirm kann man sehen. Okay, dann geben wir dir noch eine Minute. Ich stelle mal um, oder, Carsten? So. Also um mal ganz kurz darauf einzugehen, wie es am einfachsten ist, benutzerdefinierte Einstellungen in AutoCAD zu migrieren bzw. Auch zu übertragen auf andere Rechner. Diese Option findet man in den Windows Startmenü unter alle Programme, dann den Autodesk-Ordner, die entsprechende AutoCAD-Version, zum Beispiel 2017. In den benutzerdefinierten Einstellungen migrieren hat man die Option zum Export und Import von den Einstellungen, die man zurzeit in AutoCAD geladen hat. Also nur kurz zu beachten ist, AutoCAD muss dabei geschlossen sein. Und wenn Sie die Einstellung dann exportieren, zum Beispiel, wird ein ZIP-Ordner erstellt mit den ganzen benutzerdefinierten Einstellungen aus AutoCAD, die man dann auf andere Rechner übertragen kann. Also allerdings ist auch wichtig zu beachten, es muss der gleiche Release sein und die gleiche Sprachversion von AutoCAD. Ebenfalls kann man auch aus einem früheren Release migrieren. Also diese Option funktioniert dann, wenn Sie auch eine vorherige Version auf dem gleichen Rechner installiert haben. So, dann gehen wir mal kurz drauf ein über den Befehl alias edit, um zum Beispiel kleine Abkürzungen, die man zum Beispiel zeichnen einer Linie, wenn Sie 11 Linie eintippen, dahinter werden eine sogenannte PGP-Datei verwendet und diese Aliases, aber die kann man sehr schön anpassen. Und zwar in den Express-Tools-Menü findet man die Command-Aliases oder man kann auch den Befehl Alias-Edit eingeben. Und hier kann man also in diesen Editor aus den AutoCAD-Befehlen, die man normalerweise so sieht oder verwendet, diese sogenannten kleinen Shortcuts oder Abkürzungen dann anpassen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt für Block nehmen, kann man das also anstelle von ACAD Block Dialog einfach ein B dahinsetzen, zum Beispiel. Das mit OK bestätigen. Also das ist auch so ein kleiner Seiteneffekt. Leider manchmal verschwindet diese Dialogbox im Hintergrund. Und also damit diese ganzen Änderungen wirkbar werden, müsste man noch auf Apply und OK gehen. Da sieht man so kleine Bestätigung und beim nächsten Mal, wenn ich B eintippe, dann wird auch der Befehl Block ausgeführt. Anstelle von Bogen in diesem Beispiel. So, dann... Also beim Zeichnen finde ich noch ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel jetzt sehr oft die Befehle der Linien, Polylinien und so weiter verwendet. Anstelle von den ganzen Registerkarten hin und her wechseln, finde ich es manchmal hilfreich, wenn man dieses Menü, jetzt müsste ich das nur noch packen. Okay, ich nehme mal ein anderes, nehmen wir mal das Ändern-Menü. Den Register einfach mal so runterzieht, damit man das auch im Überblick hat. Und hier zum Beispiel könnte man in den Registeransicht wechseln, um jetzt bestimmte Ansichtsfensterkonfigurationen zu ändern und trotzdem dabei die Änderung
an den 2D-Zeichnungen zu machen oder auch 3D. Kommt darauf an, in welchem Arbeitsbereich Sie gerade sind. Und anschließend, also ohne dass man jetzt diese Reihenfolge verliert, kann man diesen netten Knopf hier verwenden, um dieses Register wieder in die richtige Multifunktionsleiste zu platzieren. Also man klickt einfach drauf und es verschwindet auch dementsprechend wieder auf den richtigen Platz, ohne dass man dann wieder wild hin und her suchen muss. Das wäre soweit jetzt von meinem Ende. Dann gebe ich wieder an Carsten ab, um die Blöcke dann durchzugehen. So, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören und auch meinen Bildschirm sehen. Ja. Wunderbar. So, kommen wir zu den Blöcken. Es gibt in AutoCAD generell dynamische Blöcke und normale Blöcke. Die, zu den normalen Blöcken kann man sagen, sie werden oder dienen hauptsächlich dazu, die Datei oder die Dateigröße klein zu halten. Ich kann im Grunde genommen durch die Einbindung oder die Erstellung eines Blocks aus einer Datei, hier haben wir schon einen Block, wenn ich den mal auflöse und Ihnen zeige, aus wie viel Unterdateien oder Unterlinien sie dieser Block besteht, dann ist es ganz gut, wenn man sich die Idee mal vor Augen hält, dass man diese ganzen Geometrien in einem Block so zusammenfasst und dann sozusagen zentral verwaltet. Man könnte das Ganze auch zusammenfassen in eine Gruppe. Ich wähle dazu im Grunde genommen die Geometrien aus und erstelle eine Gruppe. Und jetzt kann ich hier diese Gruppe auch verschieben und diese Geometrien als ein Objekt verwalten. Aber die Gruppe ist mehr oder weniger statisch. Im Block selber kann ich sehr viel mehr machen. Wenn ich diesen Block, ich gehe mal hier auf rückgängig, aus dieser Geometrie einen Block erstelle, wähle ich mir die Geometrien aus, die zu diesem Block dazugehören und sage einfach Block und kann dann mir einen Blocknamen auswählen. Ich benutze da mal unser schönen Testnamen. Ich wähle dann einen Basispunkt, der dient dazu, quasi zu definieren, wo ist denn der Block definiert, der Mittelpunkt des Blockes. Den möchte ich am Bildschirm selber bestimmen in dem Fall. Und ich kann natürlich noch jetzt hier Einstellungen vornehmen, was aus den Objekten passieren soll, die ich sozusagen in den Block geschoben habe und ob ich eine Beschriftung erstellen möchte. Das kann ich im Nachhinein in dem Block-Editor auch noch machen. Hier links unten kann ich sehen, ob ich diesen Block gleich in einem Block-Editor öffnen möchte oder erstmal nicht. In dem Fall möchte ich das tun, einfach um Ihnen den Block-Editor zu zeigen. Den Basispunkt gebe ich an, hier der Mittelpunkt meines Baumsymbols. Jetzt haben wir hier natürlich eine schlechte Farbe gewählt, finde ich nicht so toll. Das heißt, im Block selber habe ich wieder Zugriff auf die einzelnen Geometrien und ich wähle mal schnell nicht rot, haben wir einen roten Baum, ist auch schön. Und schaut ein bisschen aus wie ein Seeigel, Seestern. Was ich Ihnen zuerst zeigen möchte im Block-Editor, ohne dass ich irgendetwas angewählt habe, habe ich hier unten in meiner Palette, die jetzt hier etwas versteckt ist, eine Sektion, die nennt sich Block. Und vielleicht haben Sie es schon mal versucht, in der Zeichnung einen Block über Ursprung in die Einzelheiten aufzulösen und es ging aus irgendwelchen Gründen nicht. Und das liegt hier dran, weil im Block selber definiert wird, ob das Auflösen zugelassen werden darf für diesen Block oder nicht. Da kann man das hier einstellen. Man kann generell die Einheiten umstellen oder ob ich hier einheitlich skalieren einstelle, ja oder nein. Und die Ausrichtung sowie die Beschriftung darstellen, wenn ich denn welche hätte. Das ist zu den allgemeinen Eigenschaften zum Block. Ich gehe mal hier raus, möchte den Block jetzt nicht speichern. Jetzt zeige ich Ihnen einen ganz netten Möglichkeit mit dynamischen Blöcken. Und zwar ist es folgendes, das ist jetzt meine
die falsche Zeichnung, die ich hier aufhabe. Ich hoffe, das ist die richtige. Nein, das ist auch nicht die richtige. Eigentlich hatte ich da gestern eine tolle Zeichnung auf. Einen Moment, muss ich schnell suchen. Im Grunde genommen möchte ich Ihnen einen dynamischen Block zeigen, mit dem man hier zwischen verschiedenen Baumarten umschalten kann. Dann machen wir das, ohne dass ich die Zeichnung öffne, ganz schnell. Ich kopiere mir das hier. Hier rüber, zweimal, dreimal für meine vier Bäume und wähle hier meine verschiedenen Statusmöglichkeiten aus. Ah, den hatten wir schon. Baum 3 ist der hier und der Baum, wir haben ja eigentlich alle. Um 1 fehlt. So, und lösen das mal auf kurz über Ursprung. Jetzt haben wir hier die Einzelteile. Also wenn wir jetzt hier einen Klingelton hören im Hintergrund, das ist nicht bei uns. Wir wissen nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt hier die einzelnen Geometrien des Blockes und wenn ich jetzt sozusagen einen dynamischen Block erstellen möchte, der hier über diese Tabelle sich umschalten lässt, wähle ich alle meine Geometrien aus und wähle hier zum Beispiel Multi, gebe dem Ganzen einen Namen, Multiblock, bestimme das Ganze am Bildschirm, genauso wie ich es gerade für den einzelnen Block gemacht habe. Und jetzt habe ich die vier Geometrien in meinem Blockeditor. Hier werde ich die Geometrien in eine Gruppe überführen, damit ich sie besser verschieben kann. So, Gruppe. Das hier genauso. Und diese Geometrie auch. Gruppe. Und jetzt kann ich, das ist mein Basispunkt, ich sehe hier mein XY-Zeichen, jetzt kann ich hier meine Gruppe, weiß nicht, warum er jetzt hier das Blinken anfängt, so, meine Gruppe hier jeweils übereinander schieben, weil die verschiedenen Baumsymbole ja übereinander platziert sein sollen und an einer richtigen Stelle platziert werden soll. Und jetzt hat wäre das nächste Parameter, den ich hier setze, wäre der Sichtbarkeitsparameter. Und wenn ich, sobald ich den gesetzt habe, habe ich hier oben ein aktives Menü zum Sichtbarkeitsstatus. Und hier kann ich jetzt meine Bäume benennen. Baum 1, umbenennen. Hätte ich gleich machen können. Baum 2 nehmen wir da mal neu. Baum 3, ich sollte das gleich in dem Menü tun, dann habe ich weniger Klicks zu tun. Baum 3, neu, hier oben V, Baum 4. Also jetzt haben wir unsere vier Bäume. Und diesen Sichtbarkeitsstatus kann ich jetzt hier oben einstellen. Baum 1, 2, 3 und 4. Ich sage, im Status Baum 1 möchte ich Folgendes sehen. Und das setze ich jetzt hier sichtbar oder unsichtbar. In meinem Fall habe ich gerade alles sichtbar. Im Baum Status 1 möchte ich nur meinen grünen Baum sehen. Jetzt schalte ich um auf den Status 2. Was möchte ich hier sehen? Den grünen natürlich nicht mehr. Und soll der hier soll ausgeschaltet sein und der hier. Und dasselbe dann für den Status 3. Der grüne. So, und jetzt der letzte Status. Machen wir den grünen, den hier und den hier.
Jetzt kann ich den Baum speichern und mir das Ganze anschauen im Block, oder ich kann den Block schnell testen und schauen, wie schaut er denn aus in unserem Menü. Also ich wähle das aus und kann jetzt hier hin und her schalten und den Block testen. Das gilt im Grunde genommen für alle anderen dynamischen Sachen, die ich in dem Block erstelle, ebenso. Also für mich schaut das gerade ganz gut aus. Gehe ich hier wieder raus aus dem Testblock, den schließe ich. Jetzt könnte ich hier rausgehen und sozusagen diesen Testblock schließen. Das ist im Grunde genommen das, was ich erstellen wollte. Also ich möchte meine Änderungen speichern in dem Block und habe dann einen dynamischen Block erstellt, wo ich sozusagen 4 Blocksymbole in einem verwalten kann. Noch einen kurzen Hinweis zu den Farben. Verhält sich nämlich etwas speziell in unserem oder in den Blöcken. Wir haben, wenn wir einen Block, das ist jetzt ein normaler, ein Standard und nicht dynamischer, ein statischer Block. Wir haben hier die Einstellung, dass dieser Block, ich gehe mal sicher, dass das auch ein Block ist, indem ich hier mir die Eigenschaften aufrufe. Ich habe hier meine Objektreferenz und der Block selber ist in der Farbe auf Layer gestellt, von Layer. Ich kann diese Farbe jetzt in den Eigenschaften hier oder hier oben in der Multifunktionsleiste überschreiben, zum Beispiel rot, dann wird dieser Block rot. Ich kann jetzt den Layer ändern. Nehmen wir mal irgendeinen grün. Und selbst wenn der Layer hier auf grün steht, habe ich diese Farbe überschrieben auf rot. Wenn ich diese Farbe jetzt wieder auf Layer stelle, wird der Block wieder grün. Wenn ich in die Blockeditor, hoppala, so wird es nichts. Wenn ich in den Blockeditor reingehe, nein, ich will den bearbeiten. Rechte Maustaste und Block bearbeiten. Ich will keinen neuen erstellen, Blockeditor. Dann habe ich hier in diesem Blockeditor, wie vorhin auch gezeigt, meine Geometrien des Blockes. Und diese Geometrien stehen hier auf Farbe von Block. Das kann ich hier im Blockeditor umstellen auf, ich sage dazu jetzt mal, absolut von Layer. Und wenn ich das so mache, dann kann ich die Farbe hier nicht mehr überschreiben in meinen Eigenschaften. Das heißt, es wird immer die Farbe von Layer, vom Layer genommen. Das heißt, egal was hier steht, wenn ich das auf Rot stelle, dann wird sich dieser Block hier nicht mehr ändern in seiner Farbe, weil er von Layer steht. Und wenn er von Layer steht oder auf Rot, wenn ich den Layer ändere auf Orange, ändert sich die Farbe auf Orange. Und wenn ich die Farbe hier wieder umstelle, versuche auf Rot, wird sich nichts ändern. Er bleibt Orange. Ja. Das Gleiche passiert, wenn ich für diese Geometrien in dem Block eine Farbe einstelle, dann ist das absolut die Farbe. Das heißt, die Farbe kann nicht mehr über Layer oder die von Block-Einstellung geändert werden. Also ich habe im Grunde genommen 3 Einstellungen. Ich sage, die Farbe des Blockes oder die Geometrien in einem Block sollen immer von Layer kommen oder immer von der Farbe. Und wenn ich vom Block habe, dann wird die Farbe, kann ich die Farbe noch definieren über die Überschreibungen oder über von Layer. Das war's im Grunde von meiner Seite. Alles zum Thema, was ich heute zu den Blöcken sagen wollte. Und jetzt würde ich wieder für das nächste Thema an den Martin übergeben und melde mich dann später nochmal zum letzten Thema. Danke, Carsten. Also ich versuche jetzt ein bisschen darauf einzugehen, wie man solche Blöcke versucht auch ein bisschen zu managen für sich selber, besonders wenn jemand eine Zeichnung aus einem anderen Büro bekommt oder wie in diesem Beispiel ich möglicherweise von Carsten. Es gibt natürlich, jede Firma hat ihre eigenen Standards und so weiter. Jeder möchte das für sich selber anpassen möchten, wie er mag. Also daher die Einstellung oder Konfiguration im Block vom Block zu nehmen, ist wahrscheinlich die flexibelste, so wie Carsten das vorhin gezeigt hat.
Allerdings möchte ich auch ein bisschen darauf eingehen, wie man Zeichnungen bereinigen kann allgemein und nicht nur Blöcke. Also zuerst gehen wir mal auf die Funktion Umbenennen. Das ist eine ganz hilfreiche, finde ich zum Beispiel, um jetzt bestimmte Blöcke in der Zeichnung zu lokalisieren, beziehungsweise diese zu bearbeiten oder falls da irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, kann man diese auch dementsprechend auf den eigenen Standard bringen. Also nehmen wir mal zum Beispiel jetzt diesen Block hier. Also wie Sie sehen, Sie können verschiedene Objekttypen hier auch umbenennen, wie Ansichten, Ansichtsfenster, BKS, Leer, Linientypen und so weiter. In diesem Beispiel nehme ich mal einfach den bestimmten Block hier, und zwar Baum, und ich möchte den mal einen anderen Namen geben, zum Beispiel setze ich mal ein Alter vor, falls ich da irgendwelche Änderungen in Zukunft machen möchte. Und sobald ich auf diesen Umbenennen in Button drücke, dann sieht man auch, dass in dieser Ansicht also auch der neue Name dann dementsprechend gesetzt wird für diesen Baum. Den könnte man dann natürlich über die Suchfunktion S-Auswahl ganz leicht wiederfinden, falls man jetzt nicht gerade weiß, wo der ist. Und zwar, wenn man anhand der Eigenschaft Name durch diese Liste geht und den Block Altbaum lokalisiert. Ich sehe ihn jetzt leider nicht in der Liste. Vielleicht weiter oben. Nee, auch nicht. Also den Multibaum, den sehe ich schon vom Carsten. Dann nehmen wir den mal als ein Beispiel. Und so kann man zum Beispiel ganz leicht die Blöcke wiederfinden. Also da müssten wir erstmal gucken, was mit diesem Block so auf sich hat, warum der Name dann nicht auftaucht. Also so viel zu der Funktion Umbenennen. Also auch manchmal, wenn wir zum Beispiel Fragen haben, also wenn Sie eine Zeichnung haben, die ein bisschen größer ist, so wie zum Beispiel diese hier, und es möglicherweise Performance-Probleme gibt oder auch andere unerwartete Resultate. Also als allererstes ist ganz wichtig zu prüfen, wenn wir solche Zeichnungen zum Beispiel hier bei uns erhalten. Was ich generell als allererstes tue, ist immer ein Zoom alles, um zu prüfen, wie weit weg eigentlich wir von dem Einfügepunkt sind, also von dem Origin in der Zeichnung. Also dann könnte man zum Beispiel ganz schnell sich eine Linie zeichnen und dann die Elemente ein bisschen näher an den Einfügepunkt in der DWG schieben. Natürlich sollte man vorher sicher gehen, dass alles entsperrt ist und so weiter, denn die ganze Leerstruktur, damit auch alle Elemente mitgezogen werden. So, das lösche ich jetzt mal ganz schnell. Natürlich kennen Sie wahrscheinlich auch oder die meisten von Ihnen die Funktion Bereinig. Die finde ich ganz, ganz hilfreich, um zum Beispiel also Elemente, die jetzt, oh, da ist auch der Altbaum. Das scheint ein Element zu sein, das jetzt aus der DWG bereinigt werden kann, möglicherweise durch das Umbenennen. Hier kann man also in dieser Dialogbox sehen, welche Elemente jetzt zurzeit in der DWG-Datenbank drin sind, allerdings nicht verwendet werden. Und Linientypen, Gruppen und so weiter. Und hier kann man auch einstellen, welche Elemente man aus der DWG bereinigen möchte. Also in dem Beispiel, wenn ich mir sicher bin, dass alle Elemente weg können aus der DWG, drücke ich einfach alle bereinigen. Und hier unten wird mir dann auch schon in der Befehlszeile wiedergegeben, was alles rausbereinigt worden ist. Also in diesem Beispiel waren 10 leere Textelemente, die rausbereinigt werden konnten. Das Weitere ist auch eine ganz hilfreiche Funktion ist, wenn man den Befehl mit einem Minuszeichen davor eingibt. Das sieht man in der Dialogbox jetzt leider nicht, in der Standardbereinigfunktion, aber hier gibt es eine ganz hilfreiche Funktion, die heißt Track APPL. Also das sind registrierte Applikationen, wenn die Zeichnung mal mit anderen Produkten bearbeitet worden war oder Elemente aus anderen Produkten eingefügt wurden.
Hiermit können Sie diese Einträge bereinigen. Und wenn diese DWG dann anschließend wieder an den Ersteller der Zeichnung weitergeleitet wird und die in einer anderen Applikation gestartet wird, dann werden diese registrierten Applikationen auch dementsprechend wieder vorhanden sein. Also dadurch wird keine Funktionalität verloren gehen. Die Elemente sind alle noch da, so wie die erstellt wurden. Dann gibt es natürlich noch andere hilfreiche Tools in AutoCAD, wie zum Beispiel Aufräumen. Das ist ein sehr schöner Befehl, finde ich, zum Beispiel, um doppelt vorhandene Segmente, Linien und so weiter, um aufzuräumen aus der DWG, umzuwandeln und so weiter. Also wenn ich den Befehl jetzt ausführe, kann man in dieser Dialogbox sehen, auf welchem Toleranzlevel man arbeitet. Also ich empfehle immer, auf den Standardeinstellungen, so wie hier jetzt gezeigt, das beizubehalten. Das ist ein sehr detaillierter Level. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen höhere, die Toleranz höher setzt, also zum Beispiel auf das hier, dann kann man auch sehr viel mehr aus der DWG raus bereinigen. Aber da komme ich ein bisschen später noch in ein kleines Beispiel zu. Hier kann man auch an den Objekteigenschaften ignorieren, also wenn Sie zum Beispiel übereinander liegende Elemente haben, die verschiedene Farben haben oder verschiedene Layernamen und so weiter, Sie können hier einfach die Haken setzen und die werden dann trotzdem ebenfalls aufgeräumt, also entfernt aus der DWG. Weiter unten gibt es auch Möglichkeiten zu Segmente in Polylinien optimieren bzw. auch kollineare Objekte verbinden. Kollineare Objekte verbinden, Entschuldigung, beziehungsweise auch wenn die sich an den Endpunkten treffen, das kann ich mal kurz demonstrieren, hier unten, indem wir einfach mal so ein paar Linien zeichnen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt so einen rechten Winkel habe aus zwei Liniensegmenten und ich führe den Befehl Aufräumen aus, mit diesen Einstellungen, da wird sich eigentlich nichts an den ändern. Hier unten sieht man auch, dass null Duplikate gefunden oder entfernt wurden, beziehungsweise auch null überlappende Segmente. Das sieht man eigentlich eher daran, wenn ich jetzt den hier zum Beispiel drehen würde und ich habe hier zwei Linientypen, die sich an den Endpunkten treffen, dann kann ich mit Aufräumen diese optimieren und in eine einzelne Linie umwandeln. Also das ist ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel sehr große Zeichnungen wie diese hier hat oder Projekte, dann kann man damit sozusagen die ganzen Linienstrukturen ganz einfach mit einem Befehl optimieren. Ebenfalls gibt es auch die Möglichkeit, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein überlappendes Objekt hätten, also zwei Linien übereinander, da können Sie auch mit dieser Funktion, mit diesen zwei Optionen eingeschaltet, diese auch bereinigen. Also hier unten sehen Sie, eine überlappende Linie oder ein Segment wurde gelöscht und hier haben wir dann anschließend auch nur eine einzelne Linie. Jetzt noch mal ganz kurz zu diesen Toleranzoptionen. Also wenn ich hier mal, sagen wir mal Punkt 01, so, das sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht, aber das sollte hier möglich sein. Okay, ich setze das per Hand einmal. Also die Toleranzgrenze, das bezieht sich jetzt darauf, wenn Sie Elemente haben, die sich nicht vollständig übereinander treffen, dass diese Aufräumfunktion hier mit dieser Toleranzgrenze diese bereinigt bzw. ignorieren soll. Also daher ist es ganz wichtig, dass der Detail-Level in diesem Wert hier ein bisschen höher gesetzt ist, dass da nicht irgendwelche Elemente aus Versehen entfernt werden. So, dann anschließend gibt es noch die hilfreiche Funktion Prüfung. Die finde ich ganz hilfreich, zum Beispiel um eine Zeichnung auf Fehler zu skanieren
und diese auch beheben zu lassen. Also Sie können natürlich auch wählen, dass bestimmte Fehler da jetzt nicht behoben werden sollen, aber in meinem Fall möchte ich die natürlich rausbereinigen. Also hier sehen Sie auch, dass bestimmte Duplikate jetzt hier gefunden wurden und zwei Fehler in der DWG lokalisiert und behoben worden sind. So kann man also sicherstellen, dass man die Zeichnung so gut wie möglich auch bereinigt bekommt und sauber hält. So, eine weitere Funktion noch, die ganz, ganz hilfreich ist, ist wahrscheinlich Flatten, also finde ich zumindest. Die kommt allerdings nur aus den Express-Tools, das heißt, diese müssen installiert sein. Und ganz wichtig, wenn dieser Befehl ausgeführt wird, was damit erzielt wird, ist, alles wird auf die Z gleich 0 Ebene gebracht. Also wenn wir hier mal als dieses Beispiel nehmen und in eine Seitenansicht switchen, sehen wir, dass zum Beispiel diese Elemente hier nicht auf der Nullebene liegen. Also was ich in so einem Beispiel machen würde, ist, ich würde mir das Element schnappen, das als allererstes mal isolieren, weil ich möchte ja nicht alles bearbeiten und natürlich auch die Wartezeiten ein bisschen verkürzen. Das ist jetzt leider, soweit ich sehen kann, ein Block. Also das heißt, wir müssen den mal in Ursprung setzen. Und anschließend kann ich hier einmal Flatten ausführen, was alle meine Elemente auf die Z0-Ebene bringen sollte. Das dauert leider ein wenig. Desto größer der Datensatz, desto länger könnte es dauern. Also hier wurden jetzt leider nicht alle auf Null-Ebene gebracht, aber das kann man auch zum Beispiel mit einer anderen Funktion erzielen, also mit Change aus dem Englischen. Das übersetze ich Ihnen auch mal gleich. Und zwar ändern, genau. Also mit der Funktion ändern kann man auch die restlichen Elemente dann ebenfalls auf Null setzen, dass man einfach die Ebene über die Eigenschaften kann man hier die Erhebung auf Null bringen. Und Sie sehen, wird auch dieses, die restlichen Elemente auch auf Null gebracht. So, das ist soweit alles zusammengefasst, um Zeichnungen, Linientypen und so weiter bereinigen und sauber zu halten zu können. Also dann gebe ich wieder an den Carsten ab. Vielen Dank, Martin. Ich gehe mal auf meinen Bildschirm. Ein ganz kurzer Nachtrag zu diesen Flatten. Wir wurden gerade gefragt im Chat, nicht im Forum, im Chat, dass ob Flatten auch in den in AutoCAD LT zur Verfügung steht. Nein, das ist nicht so, weil es sich um die Express-Tools handelt. Aber ein kleiner Hinweis, den der Martin jetzt gerade gar nicht erwähnt hat, wenn ich mir diese Dateien anschaue, zum Beispiel von vorne, dann kann ich die auswählen und hier einfach über die Eigenschaften oder Geometrieeigenschaften auf einen Z-Wert 0 setzen, dann habe ich auch so den gleichen Effekt erzielt. Ist zwar eine ziemliche manuelle Arbeit, aber in vielen Fällen hilft das auch schon. Die Erklärung, warum, ein Nachtrag noch zu meinen Blöcken vorhin. Ich habe vorhin nur die Layer erwähnt. Das Gleiche gilt natürlich auch von auf die Linienstärken und die Linientypen bezogen. Also da haben wir dieselben Effekte wie mit den Layern und mit den Farben. Der Grund, warum diese Zeichnung so weit weg ist vom Nullpunkt, liegt wahrscheinlich darin, dass es sich um eine Zeichnung aus Civil 3D oder aus Map 3D handelt, wo Koordinaten oder wo die Geometrien in richtigen Koordinaten gezeichnet und erstellt wurden. In Civil 3D oder Map 3D kann ich hier ein Koordinatensystem zuordnen und kann über den Befehl GeoMap Satellitendaten laden oder auch eine Straßenkarte von den Bing Maps von Microsoft. Früher bis Version 2012 waren hier
Google Earth Bilder und auch die Google Earth Straßenkarte zu sehen. Das ist leider nicht so. Ab 2014, glaube ich, war das, konnten wir die Microsoft Bing Karten und Bing Daten einfügen in unsere Karten. Der Unterschied zwischen dem GeoMap in Civil 3D oder Map 3D und dem Geolocation heißt es in AutoCAD, Befehl ist der, dass Sie in AutoCAD eigentlich keine echte Georeferenzierung haben, sondern nur eine Geolokalisierung. Das heißt, ich bestimme an einem einzigen Punkt meine Übereinstimmung der Karte mit meinen Geometrien und das heißt, an diesem Punkt stimmt das Ganze. Wenn ich jetzt ein sehr großes Modell habe mit einer so sehr großen Ausdehnung, nehmen wir an, ich referenziere mein Modell hier oben und das hier wären mehrere Kilometer, dann würde ich an dem Ende im Satellitenbild oder in der Karte Abweichungen spüren. Und zwar ist das eben der Grund, dass eben nicht jeder Punkt referenziert wird in der Karte, sondern dass ich an diesem oberen Punkt meine Marke setze und durch die Erdkurve und die abhängig vom geografischen Koordinatensystem habe ich eine bestimmte Krümmung und Abweichung und deswegen stimmt es an dem Ende nicht mehr. Im kleinmaßstäblichen Bereich, so wie in diesem hier, ist diese Abweichung kaum zu sehen und deswegen funktioniert der Geolocation-Begriff in diesem Bereich auch sehr schön. Ich mache das mal vor, den ganzen Prozess. Also wichtig ist, ich bin im Autodesk-Account eingeloggt, weil sonst dieser Service nicht abgerufen werden kann. Mit dem Befehl Kurzbefehl sage ich dazu Geo oder Langbefehl Geoposition rufe ich den Service auf und kann jetzt wählen zwischen Karte und Datei. Die Datei bezieht sich in dem Fall auf eine KML oder eine KMZ-Datei, die ich aus einer anderen Applikation gespeichert habe, das ist eine Koordinate sozusagen, die mir die Referenzierung herstellt. Die kann ich hier laden und dann weiß im Grunde genommen, ist das die Koordinate, die ich dort lade, ist mein Referenzierungspunkt. Ich mache das jetzt mal über die Karte interaktiv. Ich werde gefragt, ob ich mich mit den Online-Karten verbinden möchte, was ich mit Ja beantworte und jetzt erscheint mir eine schöne Weltkarte, wo ich aussuchen kann, entweder interaktiv, warum können die Karten jetzt nicht angezeigt werden, das dauert wahrscheinlich etwas, entweder interaktiv oder es irritiert mich jetzt, dass die Karten nicht angezeigt werden, einen Moment, ich werde das mit dem Befehl nochmal eingeben, das hat man manchmal, okay, dann sage ich Ihnen gleich einen Trick dazu, den ich sowieso Ihnen erzählen wollte. Es gibt nicht wenige Supportfälle bei uns, bei denen es heißt, wir können unsere Bing-Karten oder unsere Online-Karten nicht angucken. Die schnellste, meiner Meinung nach schnellste, aber auch eine ziemliche Hammermethode ist es, die Login-State XML-Datei zu löschen. Die finden Sie in Ihrem Applikationsordner des Benutzers im Local Autodesk und dann in den Web Services. Da gibt es eine Login-State-Datei, XML-Datei, die können Sie löschen. Da werden dann quasi die Stati zwischengespeichert, wie Sie sich eingeloggt haben. Manchmal hängt da das etwas mit dem Update. Wenn Sie die löschen, dann werden Sie ausgeloggt aus allen AutoCAD oder Autodesk Services und Sie können sich danach, egal von wo, wieder einloggen. Das mache ich jetzt mal über die Autodesk A360 Desktop-Seite. Werden eingefragt nach Ihrem Login-Namen und dann sollte das sozusagen zurückgesetzt sein. Ich hoffe, es geht. So, eingeloggt sind wir. Okay, Anmeldung abgeschlossen. Jetzt hoffen wir, dass die Geomaps hier wieder funktionieren. Aus der Karte. Der fragt mich jetzt auch nochmal.
Da hat er die Einstellungen wahrscheinlich nicht übernommen. Hoppala. Machen wir das. Okay, jetzt steht auch mein Name da oben. Hier sind die Karten. Also hat er sich ein bisschen verschluckt. Sie können jetzt quasi hier drin selber zoomen und scrollen und an die richtige Stelle gehen, aber ich kenne zufällig die Adresse dieser Datei. Die liegt nämlich in der Broad Street in Nashua, New Hampshire, USA. Und hier sehen wir den Ausschnitt. Und jetzt kann ich meinen Referenzierungspunkt, ich sage, eine Markierung soll hier erstellt werden, dann sehe ich die kleine Nadel und gehe jetzt einmal auf einen bekannten Punkt. Ich nehme hier mal dieses Baseballfeld, das Wurffeld vom Baseballfeld, sage weiter und gebe dann an, in welchem Koordinatensystem ich mich hier befinde oder welches Koordinatensystem verwendet wurde, um diese Geometrien zu erstellen. Die Koordinatenliste wird jetzt geladen und ich weiß, dass es das NH83-System in Fuß ist. Ich sage weiter und jetzt gebe ich im Grunde genommen meine Position in der Karte ein, meinen Referenzpunkt und den Nordrichtungswinkel, der hier 90 Grad sein wird, das ist oben. Und sobald ich das gesetzt habe, wird mir hier die Karte angezeigt. Dauert ein paar Sekündchen. So. Und jetzt sehe ich, da stimmt irgendwas nicht. So, was haben wir hier falsch gemacht? Wir sind am falschen Baseballfeld, so wie das ausschaut. Hier ist nämlich noch ein Baseballfeld. Was machen wir jetzt? Alles von vorne? Sagen wir lieber nein. Wir können hier die Markierung neu ausrichten, wenn wir uns in der Nordrichtung vertan haben. Wir können aber auch unseren eigenen Standort bearbeiten und sagen, wir befinden uns hier gar nicht. Unser Markierungspunkt sollte in diesem Baseballfeld sein. So, setzen wir das auf die Mitte, weiter. Unser Koordinatensystem wird nochmal geladen, sollte aber noch eingestellt sein. Nicht, geben wir es hier an, hier ist es, weiter und die Daten sollten neu geladen werden, sobald ich meine Position eingebe. Wir waren jetzt in diesem hier und der 90 Grad Winkel stimmt, Enter. Habe ich das Ganze jetzt nochmal falsch gemacht? Das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Lassen wir es dabei. Also wir tun jetzt so, dass es stimmt, weil sonst würden wir jetzt zu viel Zeit verlieren, das nochmal durchzugehen. Habe ich jetzt zweimal denselben Fehler gemacht. Was toll ist, was ich noch erklären wollte, es gibt hier eine Position markieren. Muss ich selber ein bisschen lachen über meinen Fehler, den ich gemacht habe. Eine Position markieren, indem ich hier einen Punkt angebe. Diesen Punkt, okay, kann ich dann anwählen und kann mir in den Punkteigenschaften die Koordinaten abgreifen. Und das sind einerseits die Koordinaten im Lat-Long-System, also Breitengrad und Längengrad, oder auch in der Position X und Y, die ich in dem Koordinatensystem abgreifen kann. Ein Hinweis zum Plotten, die Frage kommt auch immer wieder auf, wenn ich ins Layout wechsle und mir die Karte im Layout anschaue, sehe ich, es gibt keine Bing Maps. Was machen wir da? So ein bisschen blöd ist das schon. Wir haben also im Layout keine Verbindung zu diesen online Bing Maps Karten und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, einen Bereich zu erfassen, entweder das ganze Ansichtsfenster oder einen bestimmten Bereich. Ich nehme mal den um Stadion und Sie können hiermit einen Screenshot sozusagen erstellen. Dieser, hat er das gemacht? Ja. Jetzt sehen wir hier den roten Rahmen.
Und dieser Screenshot von dem Bild ist sichtbar in unserem Layout. So können wir das auch Ganze auch drucken. Das ist auch legal soweit. Da werden wir auch gefragt, öfter dürfen wir das überhaupt. Was man wissen muss zu dem Screenshot, ich zoome mal hier rein, also im Layout, im Modell ist ja diese Karte interaktiv oder dynamisch. Sie wird je nach Zoom-Stufe neu geladen. Wenn ich jetzt hier stark reinzoome, sehe ich, rechts ist es etwas schärfer, links wird es quasi, ist die Auflösung geladen, die ich ursprünglich hatte in meiner Zoom-Stufe. Wir können uns damit behelfen, dass wir die Karte anwählen, etwas hineinzoomen, die Karte anwählen und dann haben wir die Möglichkeit, das Bild neu zu laden und zwar mit verschiedenen Filtern, grob, optimal, fein und sehr fein und können dann im Grunde genommen in dieser Zoom-Stufe die Daten nochmal neu laden und haben dann ein schärferes, man hat es kurz gesehen, wie das umgesprungen ist, ein schärferes Bild, das zu dieser Zoom-Stufe gehört oder passt und dieses Bild haben wir auch wieder verfügbar im Layout. Mein letzter Hinweis, muss ich aus dem Bild rausgehen, zu diesem Geomap ist, ich habe nicht nur die Karte, falls Sie das noch nie gesehen haben, ich kann mir auch eine Straßenkarte auswählen. Hier werden quasi die Bing-Straßenkarten geladen. Ich kann mir beides gleichzeitig anzeigen lassen, also Straße überlagert mit Satellitenbild. Und ich kann es ausschalten, bin aber weiterhin mit den Bing-Karten verbunden und kann es jederzeit wieder anschalten, wenn ich es denn bräuchte. So, jetzt übergebe ich wieder an den Bernd und hoffe, dass Sie heute etwas lernen konnten. Ich verabschiede mich schon mal von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, danke Carsten, danke Martin für die Präsentation. Und ich mache jetzt eigentlich nur den Abschluss eigentlich. Bevor ich jetzt mit den letzten Slides nochmal gehe, möchte ich nochmal ganz kurz eine Abfrage machen. Und zwar mit einer letzten Frage. Na, wo haben wir sie? Haben Sie denn heute etwas gelernt? Die Hälfte hat schon geantwortet. Warten wir noch ein bisschen. ? 77%? Na, noch jemand? Okay. Na, immerhin, von den 77%, die geantwortet haben, haben alle etwas Neues gelernt. Das ist doch super. So, und jetzt noch abschließend. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen über bestimmte Webinar-Themen, dann können Sie jederzeit Feedback abgeben, entweder per E-Mail unter der E-Mail-Adresse, die da unten steht, mit dem Betreffbild hier AutoCAD-IQ. Oder Sie können auch direkt auf die Feedback-Seite gehen, die hier als Link angegeben wird, und einfach dort ein Feedback schreiben. Jetzt kommen wir eigentlich noch zu der Frage- und Antwortrunde. Gibt es denn noch Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben oder die wir noch an Antwort schuldig sind? Zumindest die Fragen aus den Chatfenstern sind alle beantwortet. Gucken wir mal. Ja, eine Frage haben wir da noch. Ah, ja, gerne. Das ist eigentlich keine Frage. Vielen Dank. Danke, Herr Schwank, dass Sie dabei waren und freut mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Sonst noch irgendwelche Fragen? Es wird, wie gesagt, Sie kriegen danach noch eine E-Mail mit den ganzen Links, wo Sie sich die Dateien runterladen können und auf YouTube haben Sie dann eben die Webinarliste von auch von dieser, vielleicht auch morgen zur Verfügung stehenden Videosache, beziehungsweise die älteren Webinars. Ja, dann danke ich für alle und sage Tschüss diesmal und bis zum nächsten Mal. Ade.